Heißer Kaffee, Kuchen und warme Worte. Das sind die Zutaten für ein gemütliches Beisammensein. Allerdings ist das Treffen im Pfarrhaus in Kastel kein gewöhnliches Kaffeekränzchen. Regelmäßig laden der Katholische Frauenbund und der Hospizverein Amberg zusammen mit Mitarbeiterinnen des Pfarrverbandes hier zu einem Trauerkaffee ein. Das Trauerkaffee-Ausblick lädt jeden ersten Mittwoch im Monat von 3 Uhr bis um 5 Uhr ein, hier bei uns zu Gast zu sein. Und man darf auch die Trauer mitbringen, wobei wir nicht werten, welche Art von Trauer es ist. Ob es sich um eine Scheidung, um einen Todesfall, um Suizid oder auch mal um eine Tiertrauer handelt. Das Trauerkaffee ist ökumenisch und steht für jeden offen. Ob allein oder in der Gruppe. Menschen, die einen Verlust erlitten haben, ganz gleich welcher Art, dürfen kommen, einfach zuhören oder sich aussprechen. Die Frauen haben stets ein offenes Ohr. Wenn jemand kommt, fangen wir immer mit dem Kaffee an, dass man einfach ein gemütliches Ankommen einfach hat. Wir haben Kaffee und Kuchen und dass man da schon mal ins Gespräch kommt. Und dass man dann eben je nach Situation eben wirklich schaut, ist da jemand sehr betroffen und will viel reden und braucht es jetzt. Oder wir geben aber auch immer Impulse, dass wir eben thematisch auch was machen können. Sabine Palesch ist öfter zu Besuch. Sie hat ihren Bruder und ihren Hund Rusty verloren. Als Erinnerung hat sie sich ein Tattoo stechen lassen. Das Trauercafé hilft ihr dabei, den Verlust zu verarbeiten. Ja, also wenn man hier in dem Trauercafé ist, merkt man eigentlich, dass man nicht alleine ist, sondern es gibt noch andere Menschen, die eben auch ihre Geschichte haben und auch ihre eigene Trauer und das hilft unglaublich. Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich öffnen und lernen, mit ihrer Trauer umzugehen. Helfen sollen dabei verschiedene Impulse. Heute geht es um das Thema Lichtblicke. Mit bunten Stiften schreiben die Frauen auf Tüten, was ihrer Seele gut tut. Anschließend kommt eine Kerze hinein. Außerdem lernen sie anhand von Bildern verschiedene Stadien der Trauer kennen. Denn Trauer ist vielfältig und wird oft verdrängt. Was wir den Leuten geben, ist das, was sie in der Gesellschaft oft nicht mehr haben. Achtsamkeit, Wertschätzung, Dasein füreinander, aufeinander hinhören und die Trauer ernst nehmen. Auch eine Trauer, die von außen nicht gesehen werden kann. Wie zum Beispiel die Frau Forsch beschäftigt sich mit Sternenkinder. Da ist ein Kind nicht zur Welt gekommen. Es gibt viele Arten von Trauer, die man in der Gesellschaft nicht mehr wahrnimmt. Und wir bieten hier einen Raum, wo wir sagen, du darfst mit deiner Trauer, so wie du bist, da sein und kommen. Neben dem Café haben die Frauen in der nahegelegenen Kirche eine Ausstellung organisiert. Sie steht unter dem Titel Trauer, Trost und Tränen. Rund 20 Exponate von regionalen Künstlerinnen und Künstlern, Kindern und Jugendlichen sind dort zu sehen. Ja, wir haben sehr vielfältige Arbeiten, halt von Drucktechniken über Acrylölbilder oder kleine kinetische Objekte, wie ich mache. Und ein Gedicht, das wir auf Leuchtpult montiert haben. Es geht also, und wenn man dann noch schaut, was vor allem auch Kindergarten und die Volksschule abgeliefert haben, ganz tolle Arbeiten. Mit dem Trauercafé und der Ausstellung zeigen die Frauen in Kastel, dass Trauer, Verlust und Tod wichtige Themen sind, die ihren Platz brauchen. Früher oder später müssen wir uns alle einmal damit auseinandersetzen.